Herzlich willkommen zur neuen Final Fantasy Ausgabe. Wir machen in diesem Part weiter mit der Esper-Jagd. Und zwar möchte ich mich dafür erstmal in den Miriam-Stillschrein teleportieren. In irgendeinem Part habe ich den Sündenmagneten aus Versehen schon benutzt und wäre auch fast in die Arme der Esper gelaufen. Hätte ich es nicht noch im letzten Moment gemerkt. Wow. So, wir rüsten erstmal um. Excalibur brauchst du nimmer. Mach mal einen auf Masamune. Sonnenschwert wird jetzt auch schon oft genug benutzt. Wir können auch mal andere Dinge benutzen. Du kriegst mal Vulcano. Du kriegst die Knarre. Jo. Dann lasst uns mal reingehen. In den Stillschrein. Hier drin wird auch die Musik wesentlich besser. Verzeihung, ist schon ein bisschen spät. Unser Ziel ist der Teleport-Typi da hinten. Ja, Fledermaus, was kommst du mir auch zu nah? Mensch, lass es doch einfach. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ein Mana-Läufer und ein Narcha-Läufer. Interessant. Zack. Kaputt. Und Eisgar. Nein, 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 nein. Nix gibt's gar. So, da ich den Sünden... Nee. Das war doch der, oder? Ich denke schon. Da ich den Sündenmagnet eigentlich schon benutzt habe, wird mir das so nicht mehr angezeigt, sondern... Er beamt mich direkt hier vor die Esper. Und Achtung Leute, da drin könnt ihr keine Magie mehr benutzen. Das heißt, vorher mit allem möglichen noch buffen. Duplikette... Machen wir Genji Armreif. Den TPMP-Trick, den mache ich jetzt nicht. Das ist mir ein bisschen zu doof. Ich meine, den schaffen wir auch so. Na, Hast muss nicht erneuert werden, nein. Ach, egal. Einfach mal rein da. Und wenn ihr keine Magien benutzen könnt, müsst ihr euch mit Potions heilen. Da ist er ja auch schon, der Gute. Darf ich vorstellen. Na, komm her. Ceromus, genau. Jetzt gucken wir doch einfach mal, wie viel Schaden wir dem Guten machen. Ja, ganz ordentlich. Wichtig ist, es greift nicht mit elementaren Waffen an, denn die machen nur Hälfte Schaden. Boah, nee, du hast jetzt echt... Oh, du bist ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Du hast jetzt hier ernsthaft Gemach auf mich gemacht. Da kann ich aber gegenwirken. Mit den Hermesstiefeln. Du ziehst mal Neopaloa an. Und wir testen jetzt einfach mal, ob den Allheilmittel, ja, von denen habe ich ja wieder gekauft, gut tut oder nicht. Hat er abgewehrt, verdammt. Die Attacke ist richtig ekelhaft. Die zieht nämlich von dem maximalen Leben
die Hälfte ab. Ja, zum Glück hatte ich ja X-Potions. Bam, bam, bam. So, einfach nochmal draufhauen. Oh, X-All. Oh, hat verfehlt, ein Glück. Und diese kleinen Viecher, die er immer raufbeschwört, nerven dann doch etwas. Oh, ja, nee, Allheilmittel kommt schon geflogen. Ah, der klassische Fehler. Ausrüsten, Fran, Neo, Baloa ausziehen. Und, ja, Regina, 5. So, jetzt. Okay. Er ist tot. Items. Phönixfeder. Könnte man sich jetzt auch in den Gambit einstellen, wäre vielleicht auch geschickt. Ey, es werden gerade echt ein bisschen viele. Moment jetzt. Oh Gott, jetzt müssen wir mal aufräumen hier. So. Gegner. Gegner gegen heilig empfindliche Gegner. Ich glaube, das sind diese Biester. Ja. Warn, du greifst jetzt erstmal nur die ganzen Schattenlords an und machst die weg, weil die nerven halt doch schon ziemlich. Wow, hier unten kriegt man eine echt geile Kette zusammen. X-Potion bitte. Ja, der müsste jetzt eh gleich Geschichte sein. Jawohl. Das war's mit dir, mein Freund. Ich muss dazu sagen, es ist gar nicht so ohne, wenn du keine Magien benutzen darfst. Vor allem das mit den Heilungen. Das ist ziemlich heftig, dass du dich halt nicht heilen kannst. Gut, du kannst X-Potions werfen. Ein Eulenanhänger würde da auch helfen. Der verstärkt nämlich die Wirkung von heilenden Gegenständen. Gegenständen, nicht von Zaubern. So, die Beschwörungslizenz haben wir erhalten. Sehr schön. Jetzt darf geheilt werden. Wunderbar. Wo geht's denn hier eigentlich wieder raus? Da vorne. So, dann verlassen wir den Ort auch und ja, die Zeit müsste es eigentlich noch zulassen, dass ich zur nächsten Esper komme. Ja, mal gucken. Nee, ah, das wird knapp. Wen mache ich denn als nächstes? So, wo hat mich das Ding jetzt rausgebracht? Hier? Nee, ich muss nochmal einen. Nochmal Standort wechseln. Dann müsste ich oben wieder rauskommen. Na.
Ihr seid ja schon wieder hier. Und raus hier. So, das war's mit dem Stillschreien. Ja, als nächstes würde ich sagen, teleportieren wir uns mal in die guten alten Barheim-Tunnel. Na. Und da gibt es nämlich auch noch eine versteckte Esper. Den Todesengel Salhera. Der dürfte so ungefähr denselben Schwierigkeitsgrad haben wie der von eben. Muss ich mal kurz schauen, wie laufe ich denn da? Ja, da unten steckt er. Oh, da waren wir auch noch gar nicht. Das wird interessant. War ja auch Mob Bloody. Ich glaube, bis zum Mob Bloody sind wir gelaufen und dann haben wir nicht mehr weitergemacht. Hier links war ich schon, oder? Ja, habe ich mal irgendwann mal ein bisschen aufgedeckt. Ach ja, der gute alte Weg in Barheim-Tunnel. Ja. Damals, als wir hier die Drachenrüstung geholt haben. Puh, lang ist es her. Jetzt habe ich ja schon die Großrüstung. Richtig geiles Teil. Also bis ich den Riesenhelm holen werde, die stärkste schwere Kopfbedeckung, da wird es noch ein bisschen dauern, weil der Riesenhelm ist nicht nur ein Riesenhelm, sondern auch Riesenarbeit. Der braucht noch mal ein gutes Stück länger als die Großrüstung. Ja, es ist halt echt viel Arbeit, bis man da mal alles zusammen hat. Aber es lohnt sich auch. Okay, klar, mit den normalen, mit dem letzten, ne, warte mal, was war die Zischäge, glaube ich? Kann man sich die kaufen? Ich weiß nicht, muss ich mich nochmal schlau machen. Die ist natürlich auch schon verdammt geil, aber der Riesenhelm ist halt einfach so eine Art Prestige-Objekt, sag ich jetzt mal. Klar, er ist stärker von den Werten her, aber man braucht's jetzt nicht unbedingt. Die Großrüstung braucht man eigentlich auch nicht wirklich unbedingt. Maximilian tut's genauso gut. Aber ich will jetzt zu 100% alles zeigen und von daher muss der auch mit. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ja, da links hoch und dann die Schleichwege und immer geradeaus, alles klar. Ja, ja, hier beamen sich mal wieder 1 Million Gegner runter, ist klar. Oh, süß, so ein kleines Feuerchen. Eis zur Kühlung, ja, 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 macht ihr ruhig. Lässt mich kalt. Ist halt wieder ein Weg zu laufen, ne? Aber wenn wir es geschafft haben, können wir wunderbar abkürzen. Ihr werdet euch wundern, wo wir rauskommen. Jawohl, hier gibt es dann auch nochmal ein Safe-Kristall und ich würde sagen, im nächsten Video nehmen wir uns Salhera an. Bis dann, ciao!